Ist es Akira oder Kira? Ich weiß es nicht, ich bin kein Japaner. Aber ich würde sagen Akira. Okay. Oder Akira. Ich glaube, du kannst beides sagen. Okay. Dann bin ich ja für. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe sogar die japanische Variante geschaut. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die es ausgesprochen haben. So. Also Toriyama heißt Akira mit Vornamen. Hm? Toriyama. Wisst es? Toriyama? Von Dragon Ball. Achso. Von Dragon Ball. Ich hab so, war keine Ahnung. Okay. Also, ja. Glaube ich nicht. Ja, also. Ja, egal. Ist ja scheißegal, wie man es ausspricht. Absolut. Auf jeden Fall mega guter Film von 1988. Und das ist eigentlich so der Anime, sowas, weißt du? Der, wo, sagen wir so, in der Filmgeschichte sowas, den japanischen Animationsstil für den Westen geöffnet hat. Vorher hat das nie jemand irgendwie geschaut oder so. Und dann kam das halt, wurde es halt voll populär in den Staaten und in Europa. Ja, ja. Es war durch den halt. Es war auch einer, glaube ich, jetzt lass mich lügen, einer der ersten, die übersetzt worden sind, so ernsthaft oder im Kino lief. Keine Ahnung, hat auch übelst viele Awards bekommen. Und bei dem ist es auch halt so, dass die wirklich halt voll viele Szenen mit 24 Frames gemacht haben. Was dann halt am Anfang zum Beispiel diese Motorradjagd, wenn du halt kommst, ist halt übelst smooth und sowas. Weißt du, wie sie sich am Anfang bewegen? Am Anfang haben sie viel mehr reingesteckt, sind die Animationen viel besser oder sowas. Also viel richtig glatt und richtig smooth und sowas, weil die da wirklich halt 24 benutzt haben und in manchen Szenen halt 12. Also rein davon, wo von der Technik-Variante ist, der halt richtig gut superior. Mhm. Und halt auch halt wieder aussieht, so der Style so. In den 80ern war das aber auch halt so populär mit diesen Cyberpunk-Style. Ja. So ein bisschen postapokalyptisch. Ja. Ja, genau. Und was halt auch noch, warum der auch eigentlich so, der ist auch richtig aufwendig gemacht. Es waren sechs oder sieben Studios, die daran gearbeitet haben. Echt so viele? Ja. Krass. Und der Film ist halt in der Zeit rausgekommen, Ende der 80er, wo Japan übelstes Wachstum hatte an Wirtschaft. Deswegen wurden in den 80er, 90ern richtig viele gute Filme gemacht. So richtig viele gute Anime-Filme, richtig aufwendig, richtig gezeichnet. Und mit Akira wurde es damals halt auch so dieses offen gehabt. Und man hatte dazu einen Gegenpendant zu Disney, was auch so das größte Animationsstudio der Welt ist. Mm. Und ansonsten haben wir immer sogar zu den Japanern, ja, okay, das ist billige Qualität und für Kinder und lohnt sich nicht zu schauen und sowas, weißt du. Und dann kam so dieses Akira und alle dachten so, boah, die Japaner haben es ja doch drauf, so. Ja, ich muss auch zugeben, also den Film haben mir auch Leute empfohlen, die eigentlich keine Anime-Fans sind. Ja. Also das hat auch so viel zu sagen. Yeah. Ja. Deswegen habe ich auch vorhin gemeint, so, dass Akira so nicht, dass man früher nicht Anime gesagt hat oder sowas, weißt, weil das wurde nicht so kategoriert. Wenn du heute Anime sagst, hat man ein genaues Bild, was es ist. Und damals in der Zeit, was auch so, die Leute hatten auch die künstliche Freiheit. Alle der Mittelschicht ging's perfekt. Das heißt, die Animateure hatten wirklich Spaß daran zu arbeiten. Die wurden jetzt nicht wie heute ausgebeutet, wie alle in der Filmbranche. Mein Kollege, der Max, der irgendwie für $15 für eine Hollywood-Produktion arbeitet die Stunde. Was halt schon bitter ist. Jetzt hat er eine Gehaltserhöhung bekommen. Das ist zwar besser so, aber ich muss es halt mal vorstellen. Manchmal denkst du, yeah, du arbeitest in einem Film, get rich, und dann hast du gerade mal so einen Mindestlohn. Ich muss mir vorstellen, 15 kanadische Dollar sind irgendwie 10 Euro oder sowas. Ja, du, das ist... Oder so an 9 oder so. Ja, ja. Und das ist ja heute auch halt so, wenn du dir siehst, so die heutigen Sachen sind halt schlechte Qualität, weil sie sparen wollen, wie bei One Punch Man, bei der zweiten Staffel, genau dasselbe Prinzip. Und da war es halt so... Ja. Die hatten halt den Cash, so, weißt du. Lass es regnen. Lass es regnen. Und der hat auch ziemlich viel gekostet. Weiß nicht, wie es umgerechnet ist, aber kann ich mal einblenden. Und zwar 7 bis 10 Billionen Yen. Und ich weiß nicht, wie. Ja, das kannst du nicht. Das ist okay, Billionen Yen. Ja. Oh, krass, hört sich viel an. Aber 1 Million Yen sind ungefähr, also das ist eine amerikanische Billion oder eine englische. Also, das ist bei uns Milliarden. Milliarden sind 1 Billion oder so. Bei den Amis. Die haben keine Milliarden. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Die haben aber wie Billiard. Ja. Aber da ist es dann halt, 1 Million Yen sind 10.000 Euro ungefähr oder sowas. Dann oder wäre das dann vielleicht ja 1 Million Euro, oder? So 100 Milliarden Yen? Wie hast du gesagt? 10.000, rechne mal, okay, ist scheißegal, ist so. Ja, ey, ich bin nicht so Mathematik, ey, lass uns mal so, okay. also eine,
Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Also hast du Nee, 10.000. wie viel hat der Film gekostet, meine ich? Ja, Akira. 7 Milliarden, Milliarden. Milliarden, Milliarden, ja. also 7 halt sieben Milliarden. Millionen Euro. Ungefähr. Ja. Was halt schon ziemlich viel Klar, ist. für die Zeit war es Ziemlich viel viel. ist. Und dann 88 war schon, ist es mega, mega viel Stell dir Geld. vor, Heute würden die Leute gar nicht mehr drauf kommen, in einem Anime-Film so viel zu du, investieren. das war viel. Stell dir vor, damals war es ein riesengroßer Aufwand, 1989. Film Robin Hood mit Kevin Costner, der hat damals 5 Millionen dafür gekriegt für die Rolle und das war damals Ist ein nix. Haufen Geld Ja, war das. yeah, Und es so wurde auch shitload stark of money. kritisiert. Ja. Oh Gott, er kriegt 5 Millionen heute. Ja. Leonardo DiCaprio 50 Ja, Millionen. oder Johnny Depp 80 Millionen. 80 Millionen kriegen die pro Film, irgendwie sowas, weißt du? Und ja, also es ist eine ganz andere Komponente. Wenn du das heute umrechnet, hätte der Film aus 20, 30, 50 Millionen Ja. gekostet oder sowas. Ist es die Inflation? Ja. Ja, nur. Ja. Nur Inflation. Zum Teil ja, zum Teil ja. Aber genau, du hast gesagt, okay, dieses Mega-Budget, was die da hatten damals, der Wirtschaft ging es halt super und haben die einen richtig guten, sagen wir so, einen richtig geilen Film gemacht. Dieses Endzeit-Szenario, wo so einen leichten Atombomben-Flair hat. Denkst du so, siehst du es spielt halt in Tokio, dann passiert großes Ding, großer Unfall oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, Atombombe oder Aggregat ist halt Das habe ich auch explodiert. nicht verstanden. Ja. War das eine Atombombe? Das habe ich immer noch nicht, hab ich nicht, echt nicht so ganz halt gecheckt so. Das Datum Und war auch ein bisschen komisch. ja. 16. April 1986. Hat das was zu Ja. bedeuten oder was? Ja, da also 86 wahrscheinlich, als sie angefangen haben in dem Film. 88 kam der Film raus. Und 2 Jahre haben sie wahrscheinlich dafür gebraucht. So. Es wirkte auch so, dass der Film halt aktuell ist oder so, weißt du? Die wussten ja nicht, wann der Film rauskommt, aber. Ja. Damals kann er so sagen, okay, das wirkt halt aktuell. Und dann hast du dieses Neo-Tokio 30 Jahre später ungefähr so. Und das wird da voll verwirrend, finde ich, ey. Mit dieser Zeit. Weißt du, dieses Neo-Tokio, was sie halt wieder aufgebaut haben, nach diesem Terminator-Style-Explosion und es ist einfach wieder dann ist es eine geile Cyberpunk-Welt geworden. Die halt, einerseits siehst du dann halt so diese Aspekte, dass die Mittelschicht voll am Sack war. Was ja jetzt in der aktuellen Zeit in Tokio war die Mittelschicht perfekt oder sowas. Das war nicht so ein großer Unterschied zwischen reich und arm. Es war ziemlich nah, also nicht reich und arm, sondern mit der Mittelstand und Oberstand war damals in Tokio ziemlich nah. Und da ist es einfach so, jetzt in dem Film ist es wieder ziemlich weit entfernt. Alles sieht kacke aus. Leute haben keine Zukunft. Und dann siehst du immer so gleich der Einblick in diese Oberklasse. Wie am Anfangsszene in dieser Motorradjagd siehst du dann halt so, wie sie in einem Restaurant sitzen, super fancy und sowas, und dann fliegt ein Motorrad rein, bringt den Typen halt um. Was auch ist, der Film ist super geil, brutal. Also fließt schon viel, viel, viel Blut. Diese Hyper-Violence war halt damals auch so ein Trend. Ja. Und sowas. Besonders diese Trennung, also diese Trennung zwischen den Schichten, Ja. dass es den Guten so, dass es den Reichen so gut geht und Ja. der mittleren Schicht und unteren Schicht einfach scheiße. Ja. Ja. Und dann merkst du dann auch so, das nehmen wir mal vorher weg, so, der größte Spoiler ist dann halt auch so diese Manipulation von dieser Revolution. Das sind so Charaktere, die sehen das große Bild, also sie sehen nicht das große Bild sozusagen, weil sie manipuliert werden von den Reichen und so eine kontrollierte Revolution sozusagen. Denken so, okay, wir tun das Gute, denn dabei sind sie nur die Handlanger von so einem reichen Vollidiot, der um Machtstreit geht, einfach am Ende so, weil er das Militär haben möchte. Oder so, und eher eine andere Part von der Regierung vielleicht ist und so. Und war ich jetzt, genau. Dann war gab es so diese Fake-Revolution, wo sie dann halt machen, so, das eine Part, das war damals auch in Tokio so, gab es dann diese Schülerrevolution, diese Studentenaufstände, was dann auch wieder in diesen Ding mit reinpasst. Das war, glaube Echt? ich, ja, das war Gab's kurz da. wirklich? Ja, es war nicht in der Zeit, aber es war davor. Das war noch so ein Event, was noch aktuell war. Das, was jetzt zum Beispiel gerade wie in Hongkong ist, so. Ah, okay. Deswegen fand ich das halt ziemlich praktisch, dass das gerade in Hongkong Ja. passiert ist, wo halt diese krassen Aufstände halt so sind. Wo halt wirklich um was wirklich Wichtiges halt geht. Nicht irgendwie so, okay. Irgendein Schwachsinn, was meistens ist, wir wollen mehr Geld haben oder sowas, dann geht es halt wirklich so um das Recht des Menschen. Und das war damals bei den Studenten in Ding halt auch so, in Japan. Und das hat sich auch wieder so gut widergespiegelt. Das war auch so diese Zeit, wo die Leute so eine Revolution haben wollten, weil
allen ging es eigentlich gut und wenn es allen gut geht, muss sich irgendjemand immer beschweren oder sowas, weißt? Das war so dieser leichte Hintergedanke. Fand ich halt ganz geil. Und auch so diese Angst. Kannst du auch mal so nehmen, dass die in dem Film den Leuten gezeigt haben, okay, das ist jetzt unsere Zeit und dieser Klassenunterschied ist jetzt halt wieder, dass du den, gerade das Gegenteil, was jetzt gerade ist. Weißt, Tokio geht's gut, im Film geht's Tokio scheiße. Das war so ein bisschen ein Paradox so wieder, weil fand ich ziemlich geil, dass wieder so down to earth für die Menschen wieder gedacht war. Und dann auch noch halt ein großes Thema, was mir jetzt in dem Film nicht so gut gefallen hat, war dieser Tetsuo, dieser Hauptcharakter, wo dieses darum geht, krasses Flugzeug, die Bombe uns jetzt so. Nee, ja, keine Ahnung, dieses Postpubertäre, dass er sich irgendwie aufstellen möchte, auch wenn sein Leben scheiße ist oder so, weißt? Wo er irgendwie nicht zufrieden ist und sein großer Freund, der Bessere ist, so, weißt du, ja, dieses geile Motorrad hat, was auch auf diesem geilen Cover drauf ist. Und er einfach nur ein Handlanger ist, einfach nur nichts oder sowas, Ja, weißt. aber der war auch, guck mal, der war doch, der Tetsuo, wie der heißt, der war auch sein Leben lang auch unterdrückt war. Ja. Auch wie es sozusagen die hatte die Nebenrolle Der war im halt Film schwach. seines Lebens, Ja. genau. Der war halt Also der schwach. war auch so ein Waisenkind, glaube ich, oder? Stimmt, Ja. das war ein Waisenkind. Neu in der Schule, wurde gemobbt, wurde verprügelt und so weiter. Dann hat er Freunde gefunden, aber war halt immer an zweiter Stelle. Ja. Ja, hat auch Und in seiner Rolle gespielt, also das war auch ja, war ganz sagen wir so, wichtig. für die Hauptgeschichte passt Ja, es ja ja. dann halt schon so. Und Akira, was ich auch immer lustig fand, wenn du den Film nicht kennst, du siehst das Cover, denkst du, dass der Typ mit dem Motorrad Akira ist, so. Ja. Was am Anfang, was ich als das erste Mal geschaut habe vor 15 Jahren, hat mich übelst angekotzt. Weil ich Echt? dachte, ja, aber ich wollte dann, okay, irgendwas, ich will dieses Motorrad einfach im Vordergrund haben, weißt du? Nicht, dass es eine Nebenrolle hat oder so, weißt du? Und dann geht es die ganze Zeit auch immer so die Frage, Akira, wer ist Akira, wer ist Akira, weißt du? Und das sind auch so dieser Grund für diese Aufstände, diese Revolution, dieser Wandel in Neo-Tokio. So, dass es alle Leute hoffen, aber keiner weiß, was es ist. So, du denkst also am Anfang, okay, Akira ist eine Person. Wird am Ende so, am Anfang eher so dargestellt. Und dann alle sagen, ja, der Erlöser nennen sie den zum Beispiel dann immer. Und dann denkst du, okay, dann dieser Typ, dieser Tetsuo, passiert irgendwas, Unfall, und dann kommt er halt mitgenommen vom Militär. Dann kommt dieses klassische, okay, ey, wir tun denen Superkräfte geben oder wir manipulieren den oder wir machen die Superkräfte so. So ganz klischee-mäßig. So Government Area 51 Style. Und dann kriegt er auf jeden Fall diese Kräfte und dann stellen die fest, okay, das ist wie diese Akira, so. Diese Resonanzen stimmen. Und dann gibt es noch irgendwie diese anderen drei Kinder, die noch so Superkräfte haben. Die irgendwie schon 30 Jahre alt sind, glaube ich, aber die altern irgendwie nicht. Die sehen so, Ja, ist so zombie-mäßig aus. Meth, not even one smile. Ja, die fand ich halt super, super gut. Deswegen war das mit der Zeit mich so ein bisschen halt geschickt, weil die waren am Anfang mit dabei. Und dann denkst du jetzt so, Und da sahen die noch normal aus, aber das sind eigentlich 30 Jahre vergangen. Also es wird in dem Ja, Film nicht so wirklich erläutert, dass war ein diese Zeit bisschen vergangen komisch, ist. das mit den Kindern. Ja. Also, damit ich es richtig verstehe, die Kinder waren Experimente, gell? Ja. Also Und die haben wahrscheinlich diese Kraft gehabt. Oder ich weiß nicht, ob die Engineering so mäßig war, dass sie diese Kräfte denen gegeben haben. Aber die haben ja auch so gemeint, so das Kind, jeder hat diese Kraft von Akira in sich. okay. Das sagt immer so zwischendurch. Du musst es bloß halt entscheiden, wie du es halt benutzt, oder dann kommt es halt darauf an, auch wie das aktiviert wird. Okay, ich habe es ein bisschen anders verstanden, aber der Film war auch ein bisschen schwer zu verstehen. Ich dachte, die Kinder, Ja. also man hat versucht, die Kinder sozusagen als, wie heißt es, sozusagen als Verkörperung von Akira zu benutzen, durch Experimente oder nicht? Nee, weil nämlich, du siehst dann in so einer Rückblende, Akira, die Person, das Kind. Das war ja in dieser Gruppe mit denen, mit dabei, so. Also Hm, Akira ist so mit denen stimmt, sozusagen ja. aufgewachsen. Und deswegen glaube ich auch, dass Akira dieser Grund für diese Explosion war. Weißt? Dass er diese Kontrolle verloren hat über seine Kräfte. Er der Erste war. Oder sagen wir so, der talentierteste von denen und hat dann diese Explosion verursacht, sodass er der Grund ist und dabei dann sozusagen gestorben ist. Oder du siehst dann diese Teile. Und weil nämlich die Kinder sind im gleichen Alter, sehen genauso aus und dann sind aber 30 Jahre vergangen, die sind immer noch klein, sehen aber so alt aus.
glaube eher, dass die irgendwas haben, dass sie nicht altern oder sowas, weißt du, wegen den Experimenten oder keine Ahnung. Und weiß ich noch was genau. Und Akira ist halt einfach so dieser Ursprung. Das ist halt so. Und genau, und dann war es auch so bei Tetsu, weil das Gleiche, dass er diese Kraft hat, das Gleiche hat nicht die Kontrolle, und die versuchen halt den halt zu kontrollieren, wie sie immer sagen, ey, komm mit, Kontrolle, der haut wieder ab, dann passiert es wieder nicht und bla bla Ja, die bla. haben das mal gut gemeint. Ja, genau, das ist eigentlich so das Government, im Endeffekt hast du die ganze Gefühl so, die meinen es eigentlich gut, aber er hält halt so die ganze Zeit, hat halt Angst durch diese Experimente, weil er auch dann halt irgendwann rausfindet, so, was Akira ist, so, dass er ähnlich wie Akira ist und dass halt diese Akira eingesperrt ist, wo er dann merkt, okay, das ist da unten, während er erstmal alle umbringt. Und sowas, weil da kommt noch so eine Zwischenszene, wo er dann halt, wo der Charakter sich so entwickelt, wo er das okay, er kann jeden in den Arsch treten, er kann jeden vernichten oder sowas. Und dann merkst du, wie er so rumspielt, ja, ich brauche keine Hilfe mehr von euch und tötet einfach wahllos alles. Jetzt ist Payback-Time. Das Payback, ja. Und das war auch halt, fand ich in dem Film geil, wo das so ein bisschen erklärt wird, wo diese von dieser Revolutionstussi dann halt so meint, ja, ist wie eine Amöbe, versucht einfach nur zu essen. So, dieser Natural Instinct, bei ihm war einfach der Natural Instinct zerstören. Deswegen hat er einfach alles irgendwie zerstört, bis er wieder ein bisschen Klarheit hat. Ach, versucht sein Ursprung auf ein Ding gehen wollte, wo, was ist denn jetzt genau mit diesen Griffen, wo er ein bisschen interessanter wird, so. Und er dann halt Akira wirklich halt findet und sieht dann einfach, okay, der ist auseinandergenommen, du hast nur so kleine Teile vom Gehirn, irgendwie sowas, weißt du? Und Akira gibt's gar nicht. Und denkst du auch halt so, hä? Was ist jetzt, wie ist Akira jetzt eine Person? Ist es jetzt, was ist jetzt Akira? Also, nee, so, du hast so diesen Plan gehabt, ja, der ist so eingesperrt, so kann auch mit Ketten und sowas, weil er ist im Bunker, wo du es richtig geil vorstellst, Area 51 Alien oder sowas, und dann ist es ja nichts. Also, okay, Ja. wieso ist jetzt dieses ganze Ding eingesperrt? Okay, die wollten nur die DNA sichern. Das war der einzige Grund für die nächsten Generationen, die alles, die das, die Menschheit dann heilen wird oder sowas. Eigentlich total gut, aber. Total, also das ist nicht halt so der Government das Böse, sondern wirklich halt die Menschheit an sich ist das Böse. Immer. Ja, Immer. aber das ist halt so paradox, weil normalerweise, wenn du einen Film hast, willst du immer, dass die Government, also die Regierung scheiße ist und du bist ja der Gute, weil du ja auch ein ganz normales Hey, Citizen das sind auch bist. nur Menschen, oder? Ja. Aber ja, genau, aber Macht, also, da hast du auch diesen machthungrigen Aspekt, also es ist nicht die Ding, nur ein kleiner Teil der Regierung ist nur gut oder so. Also dieser General am Ende, der ist halt wirklich gut. Am Anfang wird er so dargestellt, dass er so der Böse ist. So klassischer, keine Ahnung, CSI, FBI-Agent, böse. Und dabei ist er halt der Gute. Was ich irgendwie voll lange absurd fand. Also, du hast so richtig diesen Wechsel in dem Film, was dann auch so gut machst. Der ist ziemlich lange geht. 2 Stunden. Ja, 2 Stunden. Diesen Wechsel, dieses eine, böse, gut. Und dann wechselt es einmal komplett halt rum. Alle, die gut sind, sind jetzt böse und alle, die böse sind, sind jetzt gut. So. Die Aufstände, die Revolutionsleute, die bösen Government, die guten Government und Tetsu und dann sein Kollege oder sowas. Das ändert sich dann auf einmal, shiftet dann alles. Denkst du, okay, wieder umswitchen, dann merkst du, ah, jetzt macht der Film auch komplett halt Sinn, warum der ausflippt und sowas. Und das Ganze dann macht, das war krass. Also, so. Ich fand es auch logisch halt, dass der Tetsuo so explodierte, weil, wie gesagt, Ja, weil am sein. Ende kann ja seine Kraft nicht mehr Ja. kontrollieren, sowas, ja. Und ich glaube, da wollte er auch seine Kraft nicht kontrollieren. Ich glaube, erst als er Nachteile hat, als er diesen Arm verliert und dann sich so einen maschinellen Arm gemacht hat oder sowas aus, keine Ahnung, aus Scrap, so, was er halt rumliegen hatte. Aber konnte dann hat er diesen Arm nicht kontrollieren, wenn er irgendwo Beispiel sich hinsetzt, hat den Arm so drauf gehabt, dann geht diese ganze Maschinerie in diesen Ja. Ding über, dass das so verschmilzt mit den Außensachen. Und Sachen, die sich eines so Ja, eingesaugt genau, hat. das ist dieses Einsaugen. Da kommt dieses Amöben-Ding halt wieder, alles fressen, einsaugen und sowas, weißt, was ich dann auch wieder richtig geil fand. Das war irgendwie halt auch halt so, ist das, siehst du auch so, wie zum Beispiel die Evolution durchgeht. Er ist am Anfang nur ein Klumpen, sowas, was alles einsaugt, und dann auf einmal ist er ein Baby. Das ist Ja. so ein richtiges fleischhässliches Stimmt, Baby. das hatte ich ganz vergessen. Ja. Und währenddessen bringt er noch so seine Freundin um und seinen besten Freund fast und sowas, weißt, aber das ist Nebending, aber. Und dann hast du dieses Baby und es wächst einfach immer weiter. Und dann kommt Akira. Dann beten die Kinder zu diesen komischen Resten und dann kommt Akira und sagst so, okay, wo kommt der jetzt her? So, ich dachte, den gibt's nicht. Und dann siehst du wirklich, dass es ein Kind ist und versucht dann dieses einzudämmen.
Und da ist auch wieder, es ist wieder eine Explosion. Du hast wieder dieses große Licht, wie am Anfang, als es noch Tokio gab, dann wird Neo-Tokio das gleiche wieder. Also wie so ein Zirkel, der sich wieder wiederholt und hat einfach die Stadt dann wieder ausgelöscht. Aber irgendwie versucht dann also die Kinder dann diesen einen Typen noch zu retten, den besten Freund von Akira, der das geile Motorrad hat. Aber er am Ende auch cool ist, wo er dann mit den Laser rumballert oder sowas, wo er merkt, wo dann auf einmal er zum Helden wird. Obwohl er eigentlich in der Nebenstory die ganze Zeit voll der Lauch ist, der einfach nur dabei ist und die Tusse flachlegen will. Warum müssen es aber immer Motorräder sein? Wirklich, Ey, Mann. Motorräder sind geil, Mann. Ja, Motorräder ich sind geil. weiß, Motorräder sind geil, aber hey, immer wenn es etwas postapokalyptisch ist, dann sind es immer Motorräder im Spiel, Wie bei wirklich, Mad Mann. Max Mad und Max, ja. genau. Ich glaube, es Yu-Gi-Oh! ist. 5Ds zum Ja. Also Beispiel. das ist einfach das Symbol der Freiheit einfach, weißt du? Ja. Das ist das einfache Symbolismus so. Und Motorräder in einer Welt, wo es keine Automechaniker oder Kfz-Mechaniker gibt, sind einfacher zu reparieren. Ja, keines ja. Riesiger Vorteil. Ja. Er muss so keinen Gedanken über CO2-Ausstoß machen oder sowas. Einfach vielleicht hier ausgasen. Ja, aber mal zurückzukommen zu dieser am Ende, wo dieses Baby einfach da ist und dann kommt diese Explosion, Akira re rettet irgendwie und auf einmal ist Akira weg, die Kinder sind weg und Tetsuo ist weg. Und alles andere ist kaputt. Irgendwie so. Die Leute überleben zwar alle, irgendwie so, der General und die alle, so weiß. Aber ja, was ist jetzt? Dann dachte ich auch halt so, okay, der Film ist jetzt zu Ende. Was ist jetzt passiert? So, dann hörst du irgendwie nur so, dann kommt auf irgendwann einmal so dieses Bild, wie es hochgeht, und dann siehst du so einen schwarzen Bildschirm, dann kommt dieses Universum und dann kommt I am Tetsuo oder so, Tetsuo oder sowas. Wo er am Ende sagt, so, ich bin Tetsuo. Und dann denkst du aber, das kommt dann aber mit diesem Hintergrund von dem Universum. Dann denkst du, hä, ist der jetzt eine Gottheit geworden oder sowas? War das jetzt so eine Evolution, weißt du? Von der Amöbe zum Baby, zum Erwachsenen, zum Göttlichen einfach Wäre so. gut möglich, Mann. Ja, weil ich glaube auch dann, dass Akira auch so eine Teil Gottheit dann irgendwie Ja, war. das Das ist eine ist diese. christliche Gottheit, Ja. genau. Weil da wurde auch von Leuten angebeten. Genau, mit dieser Evolution. Ja, das kam ja auch Dieser von dieser Sekte, Sekte, die ja. haben also auf Akira gewartet, dass er Ja, kommt. genau, was sie gesagt haben, so der Ja, Erlöser, aber genau, der der eigentlich Messias. ja nicht gab, also nicht direkt halt gab, so. Stimmt. Kann man auch wieder eine Anspielung auf Jesus Christus halt so. Ja, Ist du. ja auch so. Zum Beispiel, er war also der Retter, also eigentlich ist es die gleiche Geschichte so, wenn du es so nimmst. Er ist ja der, also Jesus oder Akira ist der Retter, wächst auf, zack. Leute finden es nicht geil, hauen den Typen ans Kreuz, so. Denkst du auch und so, gleich mit Akira, irgendwas ist halt passiert und er ist halt explodiert. Ein bisschen krasseres Ausmaß als Jesus oder so. Ein kleines bisschen, so, weißt. Und dann auf einmal 3 Tage später, er wachte halt wieder, da ist es 3 Tage, wieder 3 Tage Ich ging weiß Ostern. nicht, waren es 3 Tage? Ich Na, weiß nicht. dann machen wir mal drei. Ja, 7 Tage machen hat die Welt gedauert, dann schafft es wohl der wohl drei wir. Ja. aufzustehen, so. Und 30 Jahre später kommt Akira ja auch wieder, sozusagen als auferstanden, um halt zu retten, was er Jesus auch gemacht hat. Er kommt wieder und rettet die Welt. So, im Prinzip dasselbe. Und dann wird er wieder halt dadurch zur Gottheit. Ist er dadurch in den Äther eingedrungen oder sowas, weißt du? Ist eins mit der Welt geworden, eins mit dem Universum, eine höhere Lebensform, so. Mit guter Interpretationsweise außerhalb der Bibel natürlich so. Davon mal abgesehen. Aber ja. Und das ist auch so wie bei Akira. So. Tetsuo ist auf der gleichen Ebene wie Akira so gekommen und ist einfach verschwunden ins Universum eins Ja. damit halt geworden. Und ich finde es halt interessant, dass Tetsuo der ungeeignetste Kandidat war, aber gleichzeitig auch Ja. der Beste, weil der hat sich halt nicht ausgesucht. Ja. Der war sozusagen der Auserwählte. Ja, so ein bisschen, ja, genau, so ein bisschen halt schon, aber er war halt die übelste Pfeife Ja, er eigentlich, so, war ein ja. Arschloch, Er wirklich. war Also er wurde zum wirklich ein Arsch, Arschloch, ja. ja, wird wirklich zum Arschloch. Ist auch fand er Ja. noch vorher. Vorher wirkt er so ein bisschen halsbrecherisch, so am Anfang, wo er weiterfährt und diesen Typen jagt oder sowas. Und dann merkst du, okay, denkst du, erst hast du das Ding, ist okay, er ist cool so, den ersten paar Szenen, und dann merkst du, okay, das ist eigentlich voll der Depp, voll der Beta, voll das Weichei. Und dann ist er einfach immer voll der Motherfucker, wo er einfach mal alle umbringt. Dann wird er arrogant, dann wird er eingebildet oder sowas. Und am Ende jammert er, als er dann alles zu spät ist und er diese Mutation halt hat und sein Körper größer wird. Also schreit er wieder um Hilfe. Ja. Da ist er wieder so richtig wie ein kleines Kind Ja. einfach, so, weißt du. Da wird einmal so eine richtige Kurve hoch, dann wieder eine Kurve runter. Aber dann am Ende ist er halt einfach mal von außerhalb Ja.
Aufnahme für Aufnahmereaktion oder sowas. Genau, oder Existenz. Es ist auch diese Ironie, wie klein der Mensch ist, aber wie, wie viel Großes er machen kann. Genau. Also, ja, er war ja drin. Ja, auch, ich fand es richtig krass, wo er irgendwie ins All hochspringt und diesen riesigen Satellitenlaser kaputt macht. Denkst so, boah, jetzt geht's ab, Mann, der ist richtig krass drauf oder so. Er ist brutal stark einfach. Er ist übelst OP. Mhm. Mhm. Aber dann am Ende trotzdem einfach mal, sagen wir so, in seiner eigenen Fähigkeiten stirbt so. Ja, ja. Wie als, ja. Das ist da immer alles halt zu Kopf gestiegen. Mhm. Ja, ja. Aber sonst hast du noch was hinzuzufügen. Nee. Also halt, den Film habe ich nicht 100% verstanden. Ja. Aber hast mir ja gut erklärt, danke, Mann. Ey, ich weiß nicht mal, ob ich richtig liege. So, das ist ja auch immer so, weißt du, ja, bei Filmen. Du musst ja so dein eigenes Ding finden. Egal, was alle anderen so sagen, weißt du. Du musst du dein eigenes, eine eigene Interpretation. Ich glaube auch viele, wenn die nicht, wenn wir den jetzt schauen, im Vergleich zu früher, die haben ja keine, weil der Film war damals ziemlich aktuell mit der Situation, wie es in der Stadt halt ist, weißt du, in Tokio, in dem Land, das Volk oder sowas. Und jetzt heute jemand, der versteht das ja gar nicht. Der weiß ja nicht, wie es ist, Sachen aufzubauen. Ich meine halt, ich glaube, 88 hat man noch so ein bisschen die Nachwirkungen von Hiroshima, war noch näher. Oder halt der Zweite Weltkrieg, als ja zum Beispiel jetzt halt so. Weil in den 80ern, keine Ahnung, war da Opa und deine Eltern haben da halt gelebt. Und vorstelle, eine Generation über dir war in diesem Krieg. Zum Beispiel mein Vater ist 45 geboren, der hat die Ausmaße noch halt mitgekriegt. Deswegen ist der Film zu mir jetzt zum Beispiel viel näher. Verstehe. Weil mein Vater halt mehr davon erzählt hat oder so. Mhm. Oder ich es noch so, die Auswirkungen von der Psychologie, weil der ist aufgewachsen und hat halt nur Brot und Butter zu essen für in seiner Kindheit. Und Zucker. Also dieses Zuckerbutterbrot. Ja, ich mal erzählt ganz hab. Beliebt in Griechenland immer noch, wirklich. Ja, und das ist halt so eine klassische Kriegsding, weil es kostet nichts und du hast Kohlenhydrate, Fette und halt den Salz für den Geschmack. Und ja, dieser Gedanke hat sich ja noch weiterentwickelt, deswegen ist es für mich halt nah, wenn ich jetzt so sehe, okay, ein paar Jahre jünger als wir, keine Ahnung, da hat der Opa nichts mit dem Krieg zu tun gehabt oder sowas, weißt. Und das ist noch so weiter als die meisten so. Das sind schon die vierte Generation. Bei mir ist es, ich bin jetzt die zweite Generation nach dem Krieg oder sagen wir es so. Oder einer meiner Onkel war sogar in der Hitlerjugend und sowas, weißt. Und mein Opa war auch halt in der Hitlerjugend und auch halt im Krieg und hat zurückgeschafft und sowas. Und ja, sag ich so. Deswegen ist es noch so nah, glaube ich so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, guck mal, es war auch eine Zeit damals, Ende der 80er oder in den 80ern, je nachdem. Ich glaube, damals war es auch viel einfacher, also jetzt so ein bisschen kommerziell betrachtet. Der Anime war ein bisschen hardcore für so eine Zeit, war ein bisschen brutal. Und ich fand es auch, ich finde auch, ist ein bisschen einfacher für einen dunklen Anime in dieser Jahreszeit, also in diesen Jahren, so gut einzuschlagen als ein fröhlicher Comedy-Anime. Ja, weil jeder war ja fröhlich. Ja, genau. Jeder wie gesagt, war ja fröhlich. Wie du gesagt hast, es waren gute Zeiten. Ja, du willst dieses Gegenteil haben, so, damit die Leute was halt, mit den Leuten, die so, keine Ahnung, Gefühle haben, dass sie was fühlen. So. Wenn du eine schlechte Zeit hast oder sowas, ey, dann ein guter Film bringt dich in der gute, also macht dich glücklicher als jetzt ein schlechter Film, der dich doch tiefer in diese Depression reindrückt einfach so, weißt du? Das ist viel effektiver. Ja. Wie zum Beispiel Akira Toriyama, bevor er Dragon Ball gemacht hat in den 80ern, hat er einen anderen Anime gemacht, Arale. Sagt dir das was? Das sagt mir überhaupt nichts. Das war so ein kleines Robotermädchen, das war ein lustiger Anime. Mhm. Also so ein starkes Robotermädchen, ganz süß und so weiter. So ihren Alltag, Abenteuer, Comedy, aber hat sich halt nicht so gut verkauft. Dann kam er auf die Idee, aus dem Mädchen einen Jungen zu machen und so hat er Son Goku gemacht. War ein bisschen Action, war auch was anderes. Und da wurde das immer dunkler, okay, nicht so dunkler, aber halt mehr Action, mehr Spannung. Mehr brutaler. Genau, ein bisschen brutaler. Ein bisschen mehr Drama. Ja, und die Leute wollen das halt. Und ja, die wollten das in der Zeit. Die wollten das auch. Also, ja. Die haben das gut gemacht. Also, wirklich gute Arbeit gelassen. Ja, Takira. Also, kommen wir mal zum Final Rating. Was denkst du? Puh. Sehr gute Elemente hatte der Film, muss ich sagen. Besonders das mit der Sekte hat mir gefallen, die Szene. Ja, das war gut. Das war lustig und ist immer noch aktuell. Also das wird immer aktuell sein. War schon immer.
Ich würde eine 9 geben. Eine 9, also Ja. schon. Ich kann keine 10 geben. Jetzt, die 10 hebe ich mir für einen anderen Ja. Anime auf, für später. Ja, okay, gut. Aber. Ja, okay, das freut mich. Das macht mich schon mal glücklich. Also bei mir Ja. ist es eine klare 8 so. Also Echt? ja. Die Story ist halt, die Animation ist 10 von 10. Story ist so ein bisschen 9 von 10. Und was mich halt so ein bisschen zu viel war, war diese ganze Thematik mit diesem Kind, dieses Kindische. So ein leichtes, dieses leichte Aufstreben von dem Teenager oder sowas, so, das ist halt so, okay, da bin ich aus dem Alter raus, so, das will Ja, ich mir nicht ich mehr geben, verstehe, genau. was du Das ist so das meinst. einzige Kritikpunkt, so, wo ich dachte, so, wo es mich zwischendrin so ein bisschen genervt hat, so, wo ich Ja. mir denke, so, okay, deswegen, weil der Film ist lange, dann kommt diese Szene, denke ich mir so, okay, das langt, wenn das einmal am Anfang ist, ich brauche das nicht irgendwie so mittendrin in einem Fight oder irgendwie sowas, weiß, und dass er jammert oder sowas, weiß, das war dann zu viel, deswegen, also fast perfekt, also war schon Ich richtig verstehe geil. vollkommen, Mann. Guck mal, normalerweise stehe ich auch nicht auf sowas, aber ich glaube, in dem Film hat das auch eine wichtige Rolle. Also Ja, deswegen hat es mich auch nicht gestört. genau. Normalerweise solche Sachen stören mich. Also dieser Kindereffekt oder Kinderprotagonisten oder Kinderhandlungen und so Ja. weiter, das ist auch nicht mein Ding. Aber ich glaube, das hatte eine wichtige Rolle in dem Anime. Deswegen. Ja, kann gut sein, so. Aber das war Ja. das, wo mir dich nicht connecten und das war Okay. da, wo ich keine Beziehung mehr hatte oder so, wo ich einfach genervt bin, weil ich wahrscheinlich andere Sachen geschaut habe, die auch in diese Richtung gehen. Genau, konnte ich mir halt nicht mehr geben. Das war dann so ein bisschen zu viel. Deswegen ist es eigentlich schade, weil mich damals, als ich nämlich das vor 15 Jahren angeschaut habe, da war ich 15 oder 16, ich habe von dem Film nichts gecheckt. Also ganz ehrlich, also ich kann mich an den Film erinnern, so was halt alles passiert, aber ich wusste nicht, was da halt so ist. So. Ich hatte null Peil. Ich habe dann angeschaut, dachte mir so, boah, geil, es sieht damals auch so, boah, es sieht einfach nur geil aus und das langt mir einfach vollkommen, weißt du, es ist Bluehood, es ist Gewalt oder sowas, Story interessiert mich eigentlich damals null. So richtig so, damals hätte ich mir halt so Michael Bay-Filme reinballern können ohne Ende, wenn das damals schon so gegeben hätte. So Transformer wäre ich wahrscheinlich übelster Fan gewesen. Echt? Ja, glaube ich schon. Krass. Aber das ist auch so ein Film, den würde ich auch keinen unter 25 empfehlen oder sowas oder keiner unter 20. Ich würde dann eher so Leute empfehlen, die halt etwas mehr Erfahrung im Ja, Leben ein bisschen haben. reifer Ja, auch. ein bisschen reifer, genau. Weil der ist wirklich harte Kost, Ja. so. Der ist wirklich harte Kost. Und ich muss auch zugeben, es ist ein Anime, den man besser verstehen oder besser genießen kann, wenn man auch vielleicht auch andere Animes gesehen hat, Ja, muss ich du so brauchst auf sagen. jeden Fall so ein Also, bisschen. Aber ich finde auch den ganz cool als Einsteiger, um das Genre zu mögen oder so. ich weiß nicht, also wie gesagt, ein Kollege von mir hat mir den Anime auch empfohlen. Ich glaube, ich muss die Musik kurz ein bisschen leiser Ja, machen. Ja, kannst du okay. weiterreden. Ein Kollege von mir hat mir den Anime empfohlen auch. Der ist auch nicht der Anime-Fan. Ihm hat der Anime gefallen. Ich würde jetzt sagen, hey, wenn ich jetzt kein Anime-Fan wäre, ich weiß nicht, ob mir der Film gefallen hätte. Okay. War auch ein bisschen schwierig zu verstehen. War ein bisschen dunkel, ein bisschen traurig, ein bisschen depressiv. Ist halt, war ein bisschen hart, Mann. Also Ja. nichts für Anfänger. Ne, Auf nichts für jeden Anfänger, Fall. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast eine 9 gegeben, ich habe eine 8, also kann man schon eigentlich empfehlen. Sollte man Ja. gesehen haben als Anime-Fan oder als Filmliebhaber, so als Filmliebhaber sogar noch mehr. Also auf jeden Fall ein Ist halt ein Must-Watch. wichtiger Teil der Ja. Anime-Geschichte. Genau, ist ein wichtiger Teil, ist ein Meilenstein von der Geschichte von einem schönen Land. Gut, dann würde ich sagen, machen wir wieder Boom Ja. und dann kurze Pause. Gut. What people call love is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, then it slowly fades. Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science.